Und dann war es vorbei. Der Tod des Erzdämons war das Ende der dunklen Brut. Und das Gros der Bestien floh zurück in die tiefen Wege. Natürlich würden sie auch in Zukunft gefährlich sein. Doch der Verderbnis war Einhalt geboten worden, bevor sie richtig begonnen hatte. Ferelden war gerettet. Und das ganze Königreich feierte ausgelassen sein neues Königspaar. Die grauen Wächter waren reingewaschen. Und ein neues Zeitalter hatte begonnen. Aber um welchen Preis? Freunde, wir sind heute zusammengekommen, um jene zu feiern, denen wir unseren Sieg verdanken. Meinen Vater Loghain, den Mann, der Ferelden am Dane die Freiheit brachte und der sein Leben für uns gab, als er seinen Namen reinwusch und den Erzdämon fällte. Doch der Held, der uns in die Schlacht führte, weilt immer noch unter uns. Bürger und Bürgerinnen, bejubelt nun mit dem Helden von Ferelden, den ersten grauen Wächter seit Garahel, der die Verderbnis besiegte. Grauer Wächter, es ist schwer vorstellbar, wie ihr Ferelden noch besser hättet dienen können. Ich denke, ich bin euch dafür etwas schuldig. Gibt es etwas, worum ihr die Königin von Ferelden bitten wollt? Vielleicht darum, dass sich auch ihr stummer Gemahl mal wieder zu Wort meldet. Um es kurz Revue passieren zu lassen, Loghain hat sich also geopfert und seine letzten Worte waren ja ein bisschen versöhnlich. Ich glaube, wenn man die Zuneigung bei ihm erhöht, sagt er nochmal ein bisschen was anderes, aber er hat immerhin zugegeben oder teilweise, dass er im Unrecht war. Na gut. Übrigens fand ich es auch sehr schön, dass Alistair in der Zwischensequenz versuchte, Anoras Hand zu greifen und sie energisch zurückgezogen hat. Ein schönes Detail. Gut, ich hoffe, wir können mit Alistair noch reden, wie großer Held wir. Was ich mir von ihr wünsche, wie wäre es mit einem Titel und den damit verbundenen Reichtümern? Natürlich. Ich bitte euch, den Zirkel der Magie in die Unabhängigkeit zu entlassen. Das wird sie nicht entscheiden können. Da wird die Kirche Gift und Geifer spucken, wenn sie das auch nur versucht. Ich sage mal, die Opfer der Wächter sollten nicht vergessen werden. Vor allem auch Riordan. Ohne ihn wäre das alles ja am Ende nicht so glimpflich ausgegangen. Da habt ihr recht. Lasst uns gleich mit dem Bau eines Mahnmals beginnen, hier in Denerim, zu Ehren meines Vaters und aller grauen Wächter, die für uns ihr Leben ließen. Außerdem sollten unsere Scholaren mehr über die dunkle Brut in Erfahrung bringen. Schließlich werden wir sie aufs Neue bekämpfen, hier und in Orsamar. Lasst alle wissen, dass das Artum Amaranthin, das einst Alhau sein Eigen nannte, den grauen Wächtern zugesprochen werden soll. Dort können sie sich sammeln und dem Beispiel all jener folgen, die ihnen vorausgingen. Was habt ihr für Pläne? Bleibt ihr bei den Grauen Wächtern? Tja, wir haben ja jetzt ein eigenes Aaltum und ich denke, kündigen können wir sowieso nicht. Die dunkle Brut ist noch immer gefährlich und die Grauen Wächter brauchen mich. Eine große Wahl haben wir ja ohnehin nicht. Sie werden gewiss erleichtert sein, dass ihr so denkt. Draußen wartet eine Schar Bürger begierig darauf, einen Blick auf ihren Helden zu werfen. Ihr solltet euch wenigstens kurz sehen lassen, bevor sie den Palast stürmen. Sagt es der Wache am Tor, wenn ihr bereit seid. Gut, ein letzter Kodex. Loghain McTeer.
Ich bin ehrlich gesagt verwundert, dass Enora mit uns redet. Ich hatte das so in Erinnerung, dass es Alistair ist, auch wenn man die beiden verheiratet. Gut, aber wir können wohl mit ihm reden, wie es ausschaut. Na, Alistair, hast du deinen Ärger überwunden? So, der Erzdämon hat Loghain getötet. Ich schätze, das ist so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Ihr habt getan, was ihr für richtig hieltet. Und es hat funktioniert. Alles bestens. Ihr seid also immer noch wütend? Nein, ich hatte das alles nur nicht erwartet. Duncan ist tot. Und ich bin kein grauer Wächter mehr, sondern König. Es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben. Aber ich bin nicht wütend, nein. Um ehrlich zu sein, ich beneide euch, dass ihr ein grauer Wächter bleibt. Aber ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen. Aber jetzt ab mit euch zu eurem Triumphzug. Eure Bewunderer warten schon. Gut, zumindest sagt er, dass er nicht mehr sauer ist. Ich hoffe, es stimmt. Das Volk erwartet euch draußen. Wir reden später weiter, wenn ihr wollt. Tja, dann nehme ich dich beim Wort, lieber Alistair. Scheinbar können wir nochmal mit allen reden. Enora hat sich in die dunkle Ecke zurückgezogen. Ja, da kann sie bleiben. Tja, mit wem wollen wir denn anfangen? Beginnen wir doch mal mit Aal Eamon. Es ist vorbei, kaum zu glauben. Ihr habt den Bürgerkrieg beendet und die Verderbnis abgewendet. Im Namen Ferelden's möchte ich euch danken. Wir stehen tief in eurer Schuld. Tja, ich bin ein grauer Wächter. Ich tat nur meine Pflicht. Ja, mal genug mit der Bescheidenheit. Ich sage mal, wir hatten sehr viel Glück. Nun, das muss das Volk ja nicht wissen. In seinen Augen habt ihr uns gerettet, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Belassen wir es dabei. Es ist ein Jammer, dass ihr nicht hier in der Hauptstadt bleibt. Der Held hätte großen Einfluss, aber ich verstehe euch. Ich bleibe hier, um Alistair zu helfen. Tegan wird den Radcliffe alles regeln, zumindest vorläufig. Connor scheint wohl auf zu sein und Isolde verschweigt mir, was passiert ist. Sie sagt nur, sie will nie wieder zurück. Ich kann euch nicht genug für ihre Rettung danken. Sie bringen Licht in mein Leben. Sagt mir, ist euch irgendetwas Seltsames an ihm aufgefallen? Er ist so ruhig. Das könnte eine Anspielung darauf sein, falls man den Deal mit dem Dämon gemacht hat, was wir ja nicht taten. Also bedenkt, was er durchgemacht hat. Er ist sicher okay. Ah, ihr habt sicher recht. Ich bilde mir das wohl nur ein. Aber ich schweife ab. Ich will euch nicht von eurer Feier abhalten, Wächter. Genießt sie, solange ihr könnt. Ja, dass wir es können, ist ja schon mal was. Also, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, in meinem ersten Durchgang war ich genauso wenig wie jetzt bereit, auf Morrigans Angebot einzugehen. Und da hatte ich Loghain nicht rekrutiert. Ich glaube, Alistair und Enora habe ich auch nicht verheiratet. Und da bin ich dann tapfer sehenden Auges selbst derjenige gewesen, der den letzten Streich geführt hat. Da verläuft das Ende natürlich etwas anders. Man steht ja dann nicht hier als Geist rum und redet mit seinen Gefährten. Tja, Shale, hallo. Ihr habt also überlegt. Mein Eindruck, alle fleischlichen Wesen wären schrecklich schwach, war etwas voreilig. Auf die meisten Leute trifft das allerdings tatsächlich zu. Naja, Ansichtssache. Ich sage mal, schön, dass ihr das merkt. Ihr habt es geschafft, dass ich meine Meinung über euer Volk überdenke. Mein Volk. Ich war ein Zwerg, eine fleischliche Kreatur. Daran muss ich mich immer wieder erinnern. Ich könnte mir sogar vorstellen, es wieder zu werden. Wie bitte?
Wynn hat angeboten, mich nach der Winter zu begleiten, um mit den Magiern dort zu reden. Der Zirkel von Minrathus hütet die größte Sammlung arkanen Wissens in ganz Thedas. Wenn man ihn umkehren kann, diesen Prozess, dann erfahre ich dort, wie. Das hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, dann suche ich weiter. Zeit habe ich schließlich mehr als genug. Ein interessanter Sinneswandel, den Shale da durchgemacht hat. Sie möchte also gerne wieder eine lapprige, fleischige Kreatur werden. Tja. Ich könnte mit euch kommen. Könnte ich, aber eventuell haben die anderen ja auch Pläne. Ich möchte mich da noch nicht festlegen. Tja, ich wünsche ihr viel Glück. Ich werde zurückkehren, irgendwann. Es sei denn, ich beschließe, sämtliche Tauben auszurotten. Das könnte ein Weilchen dauern. Aber wenn ich das nicht tue, komme ich wieder. Solltet ihr eines Tages einen winzigen Zwerg sehen, der Angst hat, zerquetscht zu werden, das bin ich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ihr wart mir ein guter Freund. Oh, sie nennt uns nicht mehr S. Ist doch auch schön. Und auch zum Tauben ausrotten hat sie ja jede Menge Zeit. Leliana, Irving, reden wir zuerst mit Irving. Es ist ungewöhnlich, dass ein Magier von so vielen in den Himmel gelobt wird. Natürlich völlig zu Recht, aber keinesfalls alltäglich. Erlaubt mir, euch zu beglückwünschen und zu danken. Der Turm ist bald wieder intakt. Es hätte so viel schlimmer kommen können. Tja, ich hoffe mal, dass der Zirkel wieder die Kurve kriegt. Da fällt mir ein, wir haben niemals Dagna besucht. Ist ein bisschen schade, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Naja, ich denke, sie wird da schon mit voller Begeisterung zu Werke gehen. Also, gern geschehen, Irving. Es freut mich, dass ein so junger Schüler Berühmtheit erlangt. Ich bin überaus gespannt, was ihr als nächstes vollbringt. Aber jetzt kehrt zurück zu eurer Jubelfeier. Seit Aldreds Revolte neige ich dazu, rasch zu ermüden. Vielleicht sollte ich mich zur Ruhe setzen. Dann sagen wir mal Leliana hallo. In ihrem schicken Fummel. Da sind wir also. Der strahlende Held hat die Schlacht gewonnen und tritt von der Bühne ab. Ein vortreffliches Ende. Naja, die meisten dieser Epen enden doch eher tragisch. Ihr solltet euch mit mir verneigen. Verneigen? Ach so, auf der großen Bühne, bevor man abtritt. Jaja. Aber bekommt der Held seine große Liebe? Ich weiß nicht, wohin diese Frage zielt. Das heißt, die werden wir mal nicht stellen. Wir hatten ja genug komplizierte Liebesverstrickungen. Morrigan fehlt natürlich hier, fällt mir da gerade auf. Ich weiß nicht, ob sie anwesend wäre, wenn wir ihr Angebot angenommen hätten. Sie sagte ja, sie würde bis nach der Schlacht bleiben. Da bin ich mir nicht sicher. Aber gut, sie hat ihre Wahl getroffen und wir unsere. Ich sage mal, aber das hier ist kein Theaterstück. Nicht? Wir hatten Gefahren, Dramatik und jede Menge Figuren. Wenn ihr mich fragt, schlägt das jedes Theaterstück. Ich muss ständig an meine Vision denken. Der Erbauer hat mich geschickt, um euch zu helfen. Und seht, was ihr getan habt. Das ist ein Wunder. Ja. Wirklich. Ihr müsst wissen, ich spiele mit dem Gedanken, nach Orlais zurückzukehren. Ich muss Marjolaine finden. Keine Ahnung, wie lange ich weg sein werde. So, Marjolaine will sie also nachsetzen. Auch ihr könnten wir anbieten, dass wir mit ihr kommen. Ich frage mal, ob sie zurückkommen wird.
Ich versuche es. Aber das ist etwas, das ich tun muss. Alleine. Vielleicht gibt es nach meiner Rückkehr ein Wiedersehen. Ich freue mich darauf. Bis dahin, lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Ja, ich bin sicher, Leliana ist versorgt. Es gibt ja auch noch den DLC Lelianas Lied. Den werde ich natürlich irgendwann noch machen, aber wie gesagt, das hier ist dann vermutlich vorerst die letzte Folge, weil ich erstmal meinen Computer auf Kette bringen will. Das heißt, neue Festplatte, der Wechsel auf Windows 10 und so weiter. Und das wird sich ein bisschen ziehen. Ich hab's euch ja schon mal gesagt. Ich gehe am Ende im Abspann nochmal drauf ein. Wie es dann weitergeht, also ob wir direkt mit Dragon Age weitermachen oder ob ich mal was anderes einschiebe, weiß ich nicht. Das war jetzt doch die volle Dragon Age Dröhnung. Eventuell kommt da ein kleines, anderes Projekt zwischenrein, ich weiß es nicht. Aber bevor wir das Add-on Awakening spielen, wird natürlich noch Lelianas Lied kommen. Das sei mal gesagt. Gut, Zephyrin sparen wir uns, reden wir zuerst mal mit Wynn. Held von Ferelden, meiner Seele, wie fühlt sich das an? Tja, da schwillt das Ego. Ich habe den Erzdämon nicht getötet. Das ist wohl wahr. Tote Helden sind schön und gut, sagt man, aber lebende Helden geben den Leuten Gesprächsstoff. Und das seid in diesem Fall ihr. Aber so übel ist das gar nicht, oder? Die Verdammnis war vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte. Wer könnte mehr verlangen? Loghain vermutlich. Tja, wir hätten natürlich Loghain zu dem Ritual mit Morrigan überreden können, dann wäre er auch noch am Leben. Allerdings hätte dann Morrigan dieses sehr seltsame, halbgöttliche Dämonenkind und dazu war ich ja einfach nicht bereit, ihr das in die Hände zu legen. Aber ich sage trotzdem, Loghain vermutlich. Er kann wohl kaum mehr erwartet haben, vor allem nach seiner Vorgeschichte. Ich bin froh, dass die ganze Aufmerksamkeit nicht mir gilt. Sollen sich die Jungen im Ruhm sonnen, sage ich immer. Was nicht heißt, dass niemand von mir Notiz nimmt. Irving hat mir den Posten des ersten Verzauberers angeboten, aber ich will nicht zurück. Nicht nach allem, was war. Nein, ich mache mich auf die Reise. Shell will in Tevinter einen Weg finden, ihre Sterblichkeit zurückzuerlangen. Und ich werde ihr dabei helfen. Ja, das hat sie erwähnt. Aber was ist mit eurem Problem, also dem merkwürdigen Geist, der in ihr wohnt? Caspar, der freundliche Geist? Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Vermutlich nicht mehr viel. Ich werde also diese Welt bereisen, solange der Erbauer mich lässt. Vielleicht ist es am Ende eine Gabe. Ein Stoß in die richtige Richtung. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen, junger Mann. Deshalb wünsche ich euch alles Gute. Tja, tragisch. Aber ich glaube, Wynn und Shale spielen tatsächlich in einem der Dragon Age Romane noch eine Rolle. Und ich glaube, Wynn findet darin auch ihr Ende. Aber natürlich ein heldenhaftes Ende. Auch mit Hundi können wir nicht reden, das ist ja schade. Gut, ich habe Zephyrin natürlich nicht vergessen, wir haben ihn nur aufgespart. Also, hallo Zephyrin. Ich bin froh, wenn dieser ganze Trubel vorbei ist. Solche Anlässe sind schließlich vortreffliche Gelegenheiten für Meuchelmörder. Würde mich nicht wundern, wenn plötzlich die Krähen auftauchen. Das wäre eine willkommene Abwechslung. Ja, zur Ausnahmsweise mal. Von denen haben wir ja so lange nichts gehört. Ihr müsst nicht bleiben, das wisst ihr. Ach ja, ein kleines Blutbad könnte Spaß machen. Wir haben ja gerade erst das Blut von der letzten Schlacht abgewaschen. Ihr denkt, die Krähen sind noch immer hinter euch her? Natürlich. Taliesin ist tot. Es wird also eine Weile dauern, bis sie wissen, was passiert ist. Aber sie sind wie die Gezeiten. Vorhersehbar. Wisst ihr,
ich denke, wenn ich an einem Ort bleibe, finden mich die Krähen umso schneller. So lustig das wäre, es könnte auch kompliziert werden. Ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr in den Schoß der grauen Wächter zurückkehren wollt. Ist das wahr? Alles ist möglich, vermute ich. Was hat er denn für Pläne? Wir könnten ja sagen, nur wenn ihr mich begleitet. Ja, warum denn nicht? Natürlich, mit gefangen, mit gehangen, was? Das ist bitter, ich weiß. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Tja dann, nachdem ich hier bleibe, können wir uns ja später noch ausgiebig unterhalten, oder? Nur zu, lasst euch feiern. Ich sehe mir das Spektakel an. Keine Sorge, ich behalte euch im Auge und sorge dafür, dass niemand ein freies Schussfeld hat. Es sei denn, er bietet mir sehr viel Geld dafür. Ja, das will ich aber auch hoffen. Unser Kopf müsste doch eine stolze Summe wert sein. Gut, da stehen noch Stan und Ogryn. Gehen wir zuerst zu Stan. Es tut gut, euch wiederzusehen, Herr Dahn. Diese Leute, sie bezeichnen euch als Held. Ein seltsames Wort, aber ich denke, ich verstehe seine Bedeutung. Der Arishok hat einmal einen Kunari zum Kunoran Vel ernannt. Das ist jemand, der mit gutem Beispiel vorangeht. Solche Beispiele machen allerdings immer erst nach ihrem Tod die Runde. Einem Tod im Dienste der Kun. Ein lebender Kunoran Vel wäre einfach zu stolz. Ja, ja, das alte Ego, das einen gerne mal zu Kopf steigt. Gegen ein bisschen Stolz ist nichts zu sagen. Ich bin nicht sicher, ob das dasselbe ist. Ja, in etwa schon. Die Kunari feiern und halten Paraden ab. Wenn ein Kunoran Vel ausgerufen wird, natürlich. Das ist einer der wenigen Anlässe, bei denen den Kunari erlaubt ist, zu feiern. Es gibt jede Menge Schnaps, öffentliche Gesänge, hemmungslose Meditationen. Der reine Wahnsinn. Der reine Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass Kunari so viel Spaß haben können. Ja, das passt so gar nicht ins Bild. Lächelt ihr eigentlich nie? Auch eine interessante Frage. Ach kommt, wir fragen mal. Ich lächle doch. Ach so. Ich schätze, ich sollte es euch sagen. Ich werde zu meinem Volk zurückkehren. Ihr seid am Ende eures Abenteuers. Es gibt keinen Grund, bei euch zu bleiben. Ja, ja, Stan lächelt. Das ist unübersehbar. Allein die verspannten Mundwinkel da unten können nur Zeuge eines Lächelns sein. Okay, Stan möchte also nach Hause zurückkehren und Bericht erstatten. Tja, und ich hatte mich gerade an euch gewöhnt. Und ich mich an euch. Seltsamerweise. Ihr habt mein Schwert gefunden und mir ermöglicht, meine Ehre wiederherzustellen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Und eines Tages werde ich diese Schuld einfordern. Och nö. Ich sage mal, und ihr habt mir geholfen. Das war gut. Das war es, dass einer der Bas, ein Fremdling, eines Tages mein Kadan wird. Undenkbar. Und doch ist es geschehen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Möget ihr bis dahin stets den Weg finden, den ihr sucht. Lebt wohl, Kadan. Tja, leb wohl, Stan. Und ich glaube, auch ihm steht noch eine große Zukunft bevor. Tja, zu guter Letzt, mein Freund Ogryn. Ist das Feldsieb? Scheinbar schon. Die Menschen haben einen besseren Geschmack, als ich dachte. Das Bier hier ist... gut. Dagegen schmeckt das Bier in Osama wie Dreck. Vermutlich, weil es aus Dreck gebraut wird. Unglaublich. Ja, so ein lecker Dreckbier. Wer kann da Nein sagen?
Kehrt ihr nach Orsama zurück? Keine Ahnung. Irgendwann vielleicht. Langsam gewöhne ich mich an den Himmel hier. Vielleicht fange ich sogar wieder was mit Felsi an. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Das sind ja ganz neue Töne von euch. Tja, ihr kennt mich doch. Ich bin durch und durch ein Romantiker. Ach, genug geschwätzt. Dieser dickbäuchige Hurensohn Tegan hat behauptet, ich könnte kein ganzes Fass Gurkensaft austrinken. Aber dem werde ich's zeigen. Ja. Dann haltet schon mal Lappen bereit und ich entferne mich, das muss ich nicht sehen. Das ist irgendwie ekelhaft. Nein, das ist Ogryn. Passt auf euch auf, Ogryn. War schön mit euch zu reisen, Wächter. Immer schön auf dem Weg bleiben, ja? Das wollen wir tun. Tja, so ein bisschen kommt Wehmut auf. Es war eine lange, lange Reise. Vermisse ich hier eigentlich jemanden? Nee, es kommt mir nur so vor. Vermutlich, weil Morrigan doch irgendwie fehlt, aber gut. Tja, ich speichere ein letztes Mal. Und dann treten wir durch diese Tür. Seid ihr bereit, Herr? Das Volk draußen wird unruhig. Tja, ich denke, wir sind so bereit, wie es nur geht. Also gehen wir. Gut, wenn ihr mir bitte folgen würdet.